Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Heute haben wir den 6. Januar. Das ist jetzt das erste Video und ich darf es zusammen mit dem Patrick machen. Der einen Seite wünsche ich jedem erstmal ein gesundes neues Jahr, natürlich auch dir, Patrick. Und für alle anderen, heute haben wir orthodoxes Weihnachtsfest. Auch an alle, die uns sehen und die heute Weihnachten feiern, natürlich schöne Weihnachten. Ja, lieber Patrick, schön, dass wir uns wiedersehen. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Wir machen ja jetzt auch das Video, weil ich bin ja auch gerade auf dem Weg in die Kirche. Auf jeden Fall, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben einen sehr starken Geist, etwas zu tun, etwas zu bewegen, also einen starken Willen auch. Und ja, ich habe eine neue Initiative, da kann ich dir was erzählen. Und zwar möchte ich die österreichische Neutralität stärken, weil ich der Meinung bin, dass Österreich als neutraler Staat eigentlich ein gutes Vorbild sein könnte in Europa. Das ist immer wichtig, dass man auch Vorbilder hat. Ja? Man kann ein Land das Vorbild haben, das eine gute Ökonomie hat, einen guten Sozialstaat, wo anständige Politiker sind, findet man immer weniger Länder. Ne? Aber ich denke, Österreich könnte schon ein Vorbild sein für andere Länder als neutraler Staat. Und das Problem, was wir haben, ist, wie das ja oft der Fall ist, dass die gesetzlichen Grundlagen und auch die, ich sag mal, Kultur der Neutralität mit dem, was momentan abläuft, sehr wenig zu tun haben. Ja? Das heißt, wir sind ein neutraler Staat, der einen Teil des Wirtschaftskrieges mitträgt gegen Russland durch die Sanktionen. Wir sind ein neutraler Staat, der Waffenlieferungen durchlässt. Ja? Und wir sind ein neutraler Staat, der Geld in ein korruptes Land schickt, die damit auch dann Waffen kaufen. Also das heißt, die Frage ist halt hier, inwiefern wir da noch neutral sind. Aber Tatsache ist, die gesetzliche Grundlage in Österreich ist sehr klar, dass Österreich ein neutraler Staat ist. Von seiner gesamten Verfassung her kann man sagen. Ja? Genauso wie wir ein bundesstaatliches Prinzip haben, ein rechtsstaatliches Prinzip haben, haben wir das Prinzip der Neutralität bei uns. Ja? Das ist ein, wesentlich verbunden mit unserer Identität als Staat und als Staatsvolk. Ja? Das ist ganz wesentlich. Ja? Wenn ein Österreicher, jeder Österreicher weiß, dass wir neutral sind. Ja? Es gibt vielleicht Leute, die können nicht alle Hauptstädte der Bundesländer aufzählen oder wissen nicht, was die zweit- oder drittgrößte Stadt Österreichs ist. Es gibt ja auch dumme Menschen leider. Aber glaube ich, jeder Österreicher weiß, dass wir ein neutraler Staat sind. Ja? Und das wollen wir im Rahmen einer Konferenz, die am 22. Jänner stattfindet in Wien und im Rahmen einer Kampagne betonen. So, jetzt habe ich genug gesprochen, aber das wollte ich nur sagen, das ist unser Plan. Also eigentlich nichts Besonderes zu tun, sondern nur die Menschen daran zu erinnern, was die Realität sein sollte. Ja? Also wir tun jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht, dass irgendwas geändert wird. Wir wollen eigentlich nur, dass wir zu dem Status zurückkommen, so wie wir die letzten Jahrzehnte gelebt haben und eigentlich damit gut gefahren sind. Ja? Dass wir eben nicht uns einspannen haben lassen in irgendwelche Konflikte. Aber das hat sich ja leider 2014 schon geändert durch die Sanktionen und hat sich immer mehr zugespitzt. Ja, da möchte ich gleich jetzt mal einhaken. Also ich finde das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe auch den Flyer. Wir haben ihn natürlich auch dann am Ende und auch am Anfang von unserem Video haben wir es mit eingeplant oder beziehungsweise eingebunden, so dass ihr auch wisst, wo es ist. Könnt dann beim Patrick auf dem Kanal nochmal gucken. Das ist alles verlinkt hier unten drunter. Aber ich habe jetzt auch mal ganz einfach österreichische Neutralität eingegeben. Und natürlich habe ich ein paar kritische Fragen an dich, Patrick. Weil die österreichische Neutralität nach Wikipedia und in der Beziehung, denke ich, kann man dem Medium durchaus mal glauben, ist seit ihrer Beschlussfassung am 26. Oktober, einen Tag nach dem Abzug der Besatzungstruppen aus Österreich, das waren auch die damaligen vier Siegermächte, sprich Amerikaner, die Sowjetrussen und Briten und Franzosen. Auch Österreich war mal viergeteilt in vier Bereiche, beziehungsweise Wien auch, ähnlich wie Berlin. Allerdings blieb es nicht geteilt. Und man hat eben 10 Jahre nach Kriegsende, gut 10 Jahre nach Kriegsende, die Neutralität bekundet und sich in einen mehr oder weniger blockfreien Staat verwandelt. Das ist ja im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf West, anders gewesen. Die DDR, die ja den Osten markierte, war ja dann von der Bundesrepublik getrennt durch, wie jeder wissen sollte, hoffentlich durch die innerdeutsche Grenze. Und die war ja waffenstarrend und sehr stark gesichert.
So, wenn wir uns jetzt aber anschauen, tatsächlich denke ich, jeder, der ein bisschen auch in die Geschichte zurückblicken kann oder sich noch an Ereignisse wie beispielsweise die 73er Ölkrise erinnern kann, das wurde ja dann maßgeblich auch in Wien verhandelt. Ich glaube, die OPEC hat heute noch ihren Sitz, einen ihrer Hauptsitze in Wien. Und dann sieht man, dass Österreich tatsächlich als, nennen wir es mal, Diplomatie-Hochburg in Europa durchaus auch gehandelt werden kann. Auch heute noch sind dort immer wieder wichtige Konferenzen, leider glaube ich in den letzten Jahren jetzt etwas weniger geworden, weil tatsächlich aus meiner Sicht zumindest, und es ist jetzt eine bundesdeutsche Sicht, die Neutralität Österreichs, sagen wir mal so, nicht mehr ganz so sichtbar ist. Spätestens denke ich, auch wenn man hier wieder auf Wikipedia zurückkommt, seit dem Beitritt zur Europäischen Union und der Unterzeichnung des Artikels oder beziehungsweise des Vertrages von Lissabon, was ja de facto immer heißt, das ist ja keine Verfassung oder irgendwas, aber letztendlich wird es von den Leuten, die die Europäische Union in ihrer Form, wie sie im Moment besteht, so angedacht war. Und wie wir wissen, die Europäische Union ist jetzt nicht gerade neutral, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, sondern im Gegenteil, wie du das schon richtig gesagt hast, werden tatsächlich Waffentransporte, was für ein neutrales Land eigentlich nicht geht, durch Österreich durchgeschleust. Fahrzeuge der US Army sind immer wieder dort zu sehen, sind mir auch schon auf der Autobahn begegnet, ob die jetzt Munition, Waffen oder sonst wohin irgendwo was hinverschifft haben, aber eigentlich geht das nicht. Und es gibt ja auch, ich glaube, seit 2019 ist es diese Partnership for Peace, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wo es auch Verträge zwischen dem US-Militär und der Republik Österreich gibt. Kann man sich auch mal fragen, wie das denn so eingeht, weil ich weiß nicht, vielleicht hat ja Österreich auch Verträge gehabt mit der Russischen Föderation, dass die im Zweifelsfalle mal den ein oder anderen Konvoi durch das Land fahren haben können. Natürlich jetzt nicht mehr, aber dann wäre es tatsächlich wieder neutral. Ja. Naja, also die Geschichte ist die, wie gesagt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es gibt hier also ein großes Auseinanderklaffen von der gesetzlichen Grundlage, sowohl was im Bereich der Gesetzes- und Verfassungssachen betrifft, was sogar auch das Strafgesetzbuch betrifft. Es gibt zum Beispiel den Paragraph, glaube ich, 320, das ist der Paragraph Neutralitätsgefährdung, ja, wo man sich strafbar macht, wenn man die Neutralität gefährdet. Sollte man sich auch mal genau anschauen. Ich glaube, die Politiker in Österreich sollten sich dieses Gesetz sehr gut durchlesen, weil das irgendwann mal ein Problem werden könnte für gewisse Leute. Ja? Aber ich will da jetzt nicht zu viel erzählen darüber, aber es ist natürlich ein Problem, wenn man Dinge tut, die im Strafgesetz verboten sind. Ja? Das muss man wissen. Da kann jemand zum Beispiel auf die Idee kommen, eine Anzeige zu machen. Ja? Das könnte jemand tun in Österreich. Ja? Nur die Personengruppe, die da anzeigt wird, ist sehr groß. Das ist das Problem. Ja? Auf jeden Fall gibt es jetzt hier eine klaffende Wunde am Leibe Österreichs. Das ist eben diese Neutralitätsgefährdung und die schrittweise Abschaffung der Neutralität im öffentlichen Raum, sage ich jetzt. Ja. Es sind noch keine gesetzlichen Änderungen passiert, die mir aufgefallen wären, aber es ist so, dass die Kultur der Neutralität, von der ich spreche, das heißt, das Selbstverständnis, neutral zu sein, wird mehr und mehr torpediert. Ja? Das betrifft nicht nur die Regierungsparteien, das betrifft auch die eine oder andere Oppositionspartei, das betrifft die Medien. Ja? Wenn man sich anhört, welcher Ton dort verwendet wird, wenn man über zum Beispiel den Ukraine-Konflikt berichtet. Da geht es um die Tatsache, wie gesagt, Waffenlieferung, Sanktionen, aber auch, dass man den Herrn Selenskyj nach Wien einlädt und dem Parlament sprechen kann und dort seine unter Anführungszeichen Hassrede halten darf. Das ist eine Frage, ob nicht da schon die Neutralität bald irgendwann einmal ein totes Gesetz ist, weil in Wirklichkeit die gesamten Handlungen des Staates, vieler öffentlicher Personen, der Medien genau das Gegenteil machen als das, was hier vorgesehen ist. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, neben den vielen Initiativen, die es gibt, auch die FPÖ setzt sich massiv für die Neutralität ein, es gibt mehrere Kleinparteien, die sich die Neutralität auf die Fahnen geschrieben haben. Es gibt außerparteiliche und überparteiliche Initiativen. Es gibt auch bereits im sozialdemokratischen Milieu eine Initiative, die sich für die Neutralität einsetzt. Aber wir haben gedacht, wir machen etwas ganz was Neues. Wir machen eine richtige Initiative, die heißt eben Österreich ist neutral, Rufzeichen. Das ist sehr wichtig, ja, weil hier wird etwas festgestellt, was eine Realität ist, aufgrund der gesetzlichen Grundlagen.
Also es ist nicht jetzt irgendwie eine Pressure Group, um was Neues zu erschaffen, sehr wichtig. Und wir wollen einfach nur den Leuten ein bisschen ins Gewissen reden, beziehungsweise die Leute mal darauf hinweisen. Das machen wir wieder mit einer Plakatserie, mit Flyern, mit Veranstaltungen. Das Ganze beginnt, wie gesagt, am 22. Jänner mit der Neutralitätskonferenz, wo wir all diese Punkte beleuchten werden. Eben die Frage der Sanktionen, die Frage, was würde bedeuten, wenn Österreich in die NATO kommt, dass man die Leute ein bisschen aufklärt. Dementsprechend haben wir auch einen Referenten eingeladen, der ehemaliger NATO-General ist. Wir haben auch die Auswirkungen der Sanktionen, die ökonomischen Schäden, die die österreichische Wirtschaft erfahren hat und noch erfahren wird durch die Sanktionen, werden analysiert. Und wir werden uns mit der Frage überhaupt der Kultur der Neutralität bzw. der Neutralität in der Praxis auseinandersetzen. Und wir haben auch einen Herrn eingeladen, der das Volksbegehren Neutralität Ja mit initiiert hat, das jetzt dann auch im Jänner im Ausschuss des Parlaments behandelt wird, wo es um eine Ausweitung der Neutralität geht. Wie gesagt, das sind also Fragen, eben vielleicht im Gesetz versuchen, etwas klarer zu definieren. Und natürlich eine ganz wichtige Sache, dass wir immer wissen müssen, Gesetze werden geschrieben in Zeiten, wo es gewisse Vorgänge gibt. Und das ändert sich. Es gibt eine gewisse Entwicklung auch in der Kriegsführung. Wir leben in der Zeit der hybriden Kriegsführung, die wird sehr stark mit Sanktionen, mit Propaganda, Desinformation, moralischer Unterstützung von Staaten gearbeitet, also nicht so sehr mit militärischen Eingreifen. Also wir kennen ja die ganze Geschichte, Regime Change, Unterstützung von irgendwelchen Putschisten und Rebellen. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das auch vielleicht schaffen, dass auch das grundsätzlich als kriegerische Handlungen gesehen werden muss. Und dementsprechend auch ein Staat wie Österreich, der neutral ist, mit solchen Sachen nichts zu tun haben soll. Das heißt, das war von Anfang an ein Fehler, die Sanktionen zu unterstützen, weil Sanktionen sind wirtschaftskriegerische Maßnahmen, die einem militärischen Einmarsch oder sonstigen Sachen ähnlich sind, weil sie eben in dieser gesamten Art der Kriegsführung einen Teil bilden. Und da hätten wir nie mitmachen dürfen. Genauso wie wir nicht mit unserer Armee in irgendein anderes Land einfallen dürfen, dürfen wir eigentlich auch nicht irgendwelche Sanktionen erlassen, außer wenn wir selbst betroffen werden. Eine andere Geschichte ist, wenn wir jetzt in eine kriegerische Auseinandersetzung verwickelt werden, weil unser Land angegriffen ist, dann können wir natürlich auch Sanktionen machen, zum Beispiel gegen die Verbündeten unseres Feindes. Ja? Aber wir haben mit dem Konflikt in der Ukraine nichts zu tun. Wir sollten mit dem auch nichts zu tun haben. Ja, das sind hehre Worte, die ich da vernehme. Allerdings tatsächlich, die Realität sieht ja doch leider etwas anders aus. Ich werde dann auch noch mal zwei Artikel verlinken. Einmal das, was der Herr Nehammer beispielsweise zu dem Thema Sky Shield gesagt hat. Schon im November wurde das beschlossen, dass also auch Österreich dieser Initiative einer europäischen Luftraumverteidigung beitritt. Wäre natürlich die Frage, ich habe es jetzt nur ganz kurz quer gelesen, wo dann auch drin steht, was würde das denn bedeuten, wenn jetzt ein Flugobjekt in den österreichischen Luftraum, der ja neutral ist, nach der Definition kommen würde und nachdem Österreich ja nur von NATO-Ländern umgeben ist, müsste ja ein Flugobjekt theoretisch von NATO-Ländern schon vorher ausgeschaltet worden sein. Jetzt könnte man eine ganz provokante Frage stellen: Was wäre denn, wenn es ein NATO-Land gäbe, das tatsächlich die österreichische Neutralität verletzt und beispielsweise jetzt Österreich angreifen würde? Ja, wir wollen jetzt keine Länder nennen, aber sowas hat es ja schon mal gegeben. Wir sehen ja auch, dass es durchaus mal zwischen NATO-Ländern, das ist jetzt etwas aufschweifend, zwischen Griechenland und der Türkei als Beispiel, die ja beide auch durchaus immer wieder Grenzstreitigkeiten haben und hatten. Ich erinnere auch nur an das Thema Zypern 1974, wie das denn wäre. Also sprich, das sind alles Dinge, die dann sicherlich auch auf dieser Konferenz mit angesprochen werden könnten oder die man in Zukunft mal den Leuten ins Gedächtnis rufen sollte, was das tatsächlich bedeutet und welcher Gefahr man sich allerdings auch aussetzt, wenn man sich hier schleichend von der sogenannten Neutralität verabschiedet. Militärisch ist es sicherlich so, aus meiner Sichtweise gesehen, Österreich ist natürlich jetzt nicht ein Riesenflächenstaat, sondern es ist tatsächlich ein Staat, der natürlich strategisch auch wichtig gelegen ist, in der Nord-Süd-Verbindung eben, weil ein Teil der Alpen durch Österreich beherrscht wird oder beziehungsweise auch kontrolliert wird. Auf der anderen Seite
ist es natürlich so, mit einem modernen Flugzeug oder einer Rakete bist du in wenigen Minuten über Österreich drüber geflogen. Also sprich, die Zeiten, wo man 55 vielleicht noch ein paar Minuten Vorwarnzeit hatte, wenn was gekommen wäre, sind heute vorbei. Also sprich, ist es durchaus eine sehr interessante Fragestellung, die es da eben gibt. Und dann noch eine Sache zum Nachdenken, ohne dass ich hier eine Antwort geben möchte. Man sollte sich wirklich überlegen, man ist ja schon in der Europäischen Union und haben dort nicht Politiker, die heute nicht mehr im Amt sind, weil Österreich ist ja in den 90ern, Mitte der 90er beigetreten, haben man oder hat man dort nicht schon die Weichen gestellt, dass man dieses Bollwerk, es war ja auch Schweiz und Österreich, war ja durchaus ein neutraler Gürtel auch in der Mitte Europas, dass man diesen damit aufgebrochen hat. Das ist nur eine Fragestellung, man könnte es sich anschauen, muss es sich anschauen und was das natürlich zu bedeuten hat, werden wir sehen. Ja. Das ist eben das Problem, wie gesagt, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer wissen muss, dass sich politische Situationen verändern. Man hat vergessen, wie die Neutralität beschlossen wurde. Da war die Situation eine ganz andere. Ja. Da waren wir auch, wie gesagt, in einer Zwickmühle zwischen zwei Blöcken. Jetzt sind wir im Block, ein Binnenstaat. Ja. Aber trotzdem können wir von der Neutralität profitieren. Wir haben auch hingeschrieben, Neutralität bringt Frieden, Neutralität bringt Sicherheit und Neutralität bringt Wohlstand. Das ist auch wichtig, ja. Weil, wie gesagt, wir würden sehr davon profitieren, wenn wir keine Sanktionen gegen Russland hätten und mit dem normalen Bahnverkehr und Finanzverkehr tätigen könnten. Das wäre nicht schlecht für die österreichische Wirtschaft. Ich kenne etliche Betriebe in Österreich, die ruiniert wurden durch die Sanktionen. Muss dazu sagen, das waren Betriebe, die sehr starken Russlandbezug hatten, geschäftlich, das war fast der Großteil, eigentlich mehr als 90% des Business, das dort war. Aber das kann ja nicht sein, dass der Staat Gesetze beschließt oder irgendwelche Abkommen macht oder wie auch immer, oder Sanktionen erlässt und die heimische Wirtschaft dadurch leidet. Ja, die Hauptaufgabe der Politiker ist ja, die Interessen der eigenen Leute zu vertreten. Ja. Und das ist ja da nicht der Fall. Also zum Beispiel wirtschaftlich gesehen, ja, das versteht ja niemand. Warum Österreich Sanktionen macht, ohne darauf gut vorbereitet gewesen zu sein und dann dementsprechend die Wirtschaft massiv gelitten hat. Ja? Also das ist alles ein Riesenproblem. Und es ist ein Problem für die Reputation unseres Landes. Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich kann man sagen, in Europa sind unsere Karten gestiegen, weil wir brav mitgemacht haben bei den Sanktionen. Also wir sind politisch zuverlässig in der EU. Ja? Aber international ist das ein Skandal für einen neutralen Staat. Also wie das in Afrika, Asien, Lateinamerika gesehen wird, ist eine andere Frage. Ja? Weil die haben sich immer verlassen, dass wir neutral sind. Ja? Dass natürlich die europäischen Kollegen alle das super finden, ist eine andere Geschichte. Aber Europa ist nicht so groß, wenn man sich die gesamte Weltkarte ansieht. Ja? Das heißt, insgesamt, glaube ich, sind unsere Aktien eher gefallen, wenn es darum geht, Reputation des Staates. Ja? Weil man verlässt sich auf Leute, auch bei größeren Abkommen, auf Handschlagqualität. Was kann ich mit einem neutralen Staat anfangen, der einfach so sich an wirtschaftskriegerischem Maßnahmen beteiligt und nicht einmal im Eigeninteresse? Das ist nämlich das Allerbeste. Ja? Das ist ja, wenn man irgendeinen Blödsinn macht, der durchaus auch ein Risiko bringt, und ich habe aber eine Möglichkeit damit, irgendwie einen Mehrwert zu erzielen, dann kann man ja da mitmachen. Ja? Dann ist es ja verständlich. Aber etwas zu machen, wo man sich von Haus aus gleich einmal ins Knie schießt, also ökonomisch, wenn man weiß, dass die eigene Wirtschaft darunter leidet, so blöd muss man auch einmal sein. Ja. Also wie gesagt, es gibt ja keinen Betrieb in Österreich, der gewachsen ist durch die Sanktionen. Es gibt ja keinen Arbeitsplatz, der damit geschaffen wurde. Im Gegenteil, die Arbeitsplätze wurden ruiniert und die Fabriken wurden ruiniert. Also das ist doch interessant. Ja. Also da muss man auch mal sagen, ja. Also die Politiker, die das jetzt mitgetragen haben, dieses Sanktionstheater bis jetzt. Jetzt sind wir ja dann schon bald im 10. Jahr der Sanktionen, ja. Das ist ja schon ein Jahrzehnt Sanktionen, das muss ich mir vorstellen, ja. Wir reden ja nicht davon, dass wir jetzt Sanktionen als Druckmittel nehmen, um irgendwie, keine Ahnung, Geiseln freizupressen oder sonst irgendwas. Man sagt, man sanktioniert jetzt mal für ein paar Monate und provoziert oder beziehungsweise schikaniert jetzt einen Staat. Ja. Sondern hier geht es ja darum, dass wir schon seit fast 10 Jahren bald Sanktionen haben, wenn es so weitergeht. Ja. Ein Jahrzehnt Sanktionen, kann man sich mal vorstellen, was das für die gesamte Volkswirtschaft bedeutet hat. Ja. Also Ja, guten Abend.
Man sieht, was Sanktionen bringen, wenn man sich dann mal wirklich sanktionierte Länder anschaut. Und da meine ich jetzt nicht nur Russland, sondern auch über die Jahre beispielsweise Nordkorea oder den Iran, die es tatsächlich geschafft haben. Die waren natürlich, wurden noch ganz anders stranguliert über die Jahrzehnte. Was die wiederum dann daraus gemacht haben, nämlich aus der Not eine Tugend. Und auf der anderen Seite heißt es ja nur, diese Sanktionen werden ja nur zu einem Zwecke ausgeführt, nämlich im Auftrage der Vereinigten Staaten, die das herausgibt, wohl wissend, dass die Vereinigten Staaten sich an diese Dinge überhaupt nicht halten. Also sprich, der große Bruder ist eher damit beschäftigt, seine, nennen wir es mal, europäischen Vasallen leer zu pressen bis zur letzten Kupeke, als dass er sich tatsächlich irgendwo, dass das irgendwas bringt. Und was wir ja jetzt auch die letzten ja fast 24 Monate gesehen haben, dass die gesamten Sanktionspakete, die die EU beschlossen hat, mal absolut gar nichts gebracht haben, also zumindest nicht das Ziel erreicht haben, was man sich gesetzt hat. Nämlich, dass man in Russland eben eine Wirtschaftskrise hervorrufen wollte, die dann auch zu einem Regime-Change geführt hätte und vielleicht dort eine der West oder den westlichen Mächten genehme Regierung einzusetzen, um dann auch Russland zu zerstückeln. Das sind die ganz offiziellen Pläne gewesen des State Departments und auch natürlich dann der EU, die diese Dinge ungefragt übernommen haben. Fakt ist aber, jeder Diesel, den wir in Europa fahren, jedes Benzin kommt zum größten Teil, also vor allem beim Diesel wissen wir das, zum größten Teil aus russischen Erdölquellen, weil nur russischer Diesel oder russisches Erdöl verarbeitet werden kann. Da fragt man sich, wie das geht und gegen wen tatsächlich die Dinge gerichtet sind. Genau. Ja, das sind so die Fragen und ich denke, das wird dann auch auf dieser Konferenz sicherlich, besprochen werden. Das Ergebnis wird natürlich dann veröffentlicht, es wird verschiedene Publikationen darüber geben. Ja, wir wollen einfach wirklich in erster Linie mal analysieren, was los ist. Und dann möchten wir eben eine Kampagne führen, um die Leute aufzuklären. Ja? Das ist unser Ziel. Ich möchte von Anfang an sagen, es ist nicht parteilich. Ja, also es kann auch jeder mitmachen oder das irgendwie unterstützen, der vielleicht politisch anderer Meinung ist als ich zum Beispiel sonst, sondern hier geht es wirklich darum, einfach die Neutralität Österreichs zu erhalten. Ich weiß, viele der Zuseher hier sind ja im bundesdeutschen Gebiet und nicht im österreichischen Gebiet, also nicht im neutralen Staat, sondern im besetzten Staat. Und deswegen, naja, wir haben keine US-Militärbasen und wir brauchen sowas auch nicht. Wir wollen auch sowas nicht. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, auch in Deutschland gibt es viele Leute, die wollen das nicht. Aber leider ist es die Realität. Auf jeden Fall, wir sind jetzt so richtig echt im amerikanischen Sektor, wir sind so Semi-Sektor. Ja. Na, folgendes. Also, ich weiß auch, dass viele Zuhörer immer in Deutschland sind, aber auch die können diese Initiative unterstützen, indem sie Leute darüber informieren, dass sie neutral sind. Wenn sie ein Gespräch führen mit einem Österreicher, sagen sie, ihr seid ja neutral. Ja. Das genügt schon, dass es wieder mal in den Kopf zurückkommt, die Idee. Ja. Weil sie haben ja den Leuten herausgeprügelt mit der, wie soll ich sagen, mit dem medialen Maschinengewehr, dass sie jeden Tag hier nur Kriegsrhetorik in die Medien ist. Das braucht man nicht. Ja. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn es mehr neutrale Staaten geben würde. Ja, das würde sehr gut beitragen für den Weltfrieden. Ist traurig, dass die Schweiz ja auch leider mitgemacht hat bei diesem ganzen Wahnsinn. Leider. Man sieht halt, wie gleichgeschalten diese ganzen Regierungen teilweise schon sind. Aber Deutschland, da spielt sich die Neutralität ja noch gar nicht in Frage. Hier geht es ja mal darum, dass man mal ein freier Staat wird. Nicht unter der, wie soll man sagen, ja, also, dass man eben wirklich ein echter freier Staat wird und nicht irgend so ein Halbbundesstaat der USA. Ja, das geht nicht. Ich wünsche den Deutschen auf jeden Fall alles Gute, dass die auch vielleicht eines Tages, vielleicht nicht neutral, aber zumindest frei werden von diesem Einfluss, vom transatlantischen Einfluss, weil der bringt nur Verderben. Und ja, ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit gehabt habe, diese Initiative vorzustellen. Großen Dank an dich, Marc, ja, weil es ist sehr wichtig, dass die Leute eben wissen, dass auch noch ein bisschen gekämpft wird, ja, dass noch ein bisschen was getan wird. Ich bin ja jemand, der sehr gerne sich immer zurückzieht nach Russland und so, ja, weil ich sage, mir ist das alles schon wurscht, die sollen ja machen, was wollen. Notfall macht jede Woche eine Gay-Pride-Parade, macht doch das 121. Sanktionspaket. Unterstützt das total, weil ich mag den Westen ja eh nicht. Ja.
sollen sie halt alle untergehen. Aber ich habe mir dann gedacht, nein, ich gehe noch einmal in den Ring, ich gehe noch einmal in den Kampf. Und zwar für ein Gut, das ich wirklich für wichtig halte, die Neutralität. Und zwar nicht nur, weil es wichtig für Österreich ist, sondern wie ich schon gesagt habe, es ist wichtig, ein Vorbild zu haben. Und Österreich könnte hier ein gutes Vorbild sein und somit auf dieser metapolitischen Ebene ein bisschen die Neutralität propagandieren, ja, damit andere auch mal nachdenken. Vielleicht ist es nicht gut, bei jedem Wahnsinn mitzumachen. Vielleicht ist es nicht gut, den Amerikanern, die steigt Kugelhalter der US-imperialen Politik zu sein, vielleicht auch mal, ja, wie gesagt, vor einer Kaserne zu demonstrieren in Rammstein oder sonst wo, ja, diese Leute, dass die auch sehen, in Österreich wird auch noch was getan. Ja. Wir haben Gott sei Dank keine fremden Militärstützpunkte bei uns, aber die Neutralität ist in Gefahr und hier müssen wir was tun. Und dementsprechend versuchen wir hier auch ein bisschen ein Vorbild für die anderen Länder zu sein. Ja. Ja, Patrick, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir werden sicherlich ein weiteres Gespräch zu dem Thema führen, wenn die Konferenz vorbei ist, weil dann haben wir sicherlich auch Ergebnisse, auch von den teilnehmenden Sprechern. Also ich möchte es nur mal kurz nochmal vorlesen. Andreas Mölzer ist angekündigt, der Brigadier Dimitar Schivikov, Werner Ebolik und Klaus-Josef Grüner. Also sprich, es sind paar durchaus bekannte Namen in Österreich, die man sich da mal anhören kann und die das Ganze sicherlich auch profund dann tatsächlich beleuchten können. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und was dann letztendlich hier angestoßen wird und wo man letztendlich auch wieder Samen setzt. Und ich kann nur feststellen, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Dinge in die Öffentlichkeit wieder oder in der Öffentlichkeit das bewusst zu machen. Und ich stelle immer wieder fest, in Österreich ist wesentlich mehr Hausverstand zu finden, als man das immer so glaubt. Und Danke. ich bin immer wieder gerne in Österreich. Und ja, natürlich ist es mir auch eine Ehre, das unterstützen zu können hier auf diesem Wege. Lieber Patrick, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ihr seid alle eingeladen. Wer eben Zeit hat, das ist dann der Montag, der 22. Januar, in Österreich heißt es Jänner, also deswegen bitte nicht wundern. Ab 18 Uhr, Veranstaltungsort wird bekannt gegeben. Es gibt hier auf dem Plakat eine Möglichkeit, über einen QR-Code oder eine Homepage sich anzumelden. Leider muss man sagen, muss man solche Maßnahmen heute tun, weil es ja leider auch Menschen gibt, die hier nicht einverstanden sind mit diesen durchaus demokratischen Prozessen und eines Meinungsaustausches, einer Feststellung einer gewissen Situation, weil darum geht es. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn ein hoher Anteil von euch sich dort auch blicken lässt. Ja, vielen lieben Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch jetzt dann noch schöne Tage, dir noch einen schönen Weihnachtstag, deiner Familie. Und wir sehen uns bald wieder. Alles Gute. Ciao.